Hallo, heute geht es bei mir um die Blattgliederung und auch um die verschiedenen Variationen der Blattspreite. Ich beginne jetzt hier mit der Blattgliederung und man kann erkennen, das Blatt unterteilt sich in ein Oberblatt, das aus einer Blattspreite besteht. Und einen Blattstiel. Und das Blatt besteht auch aus einem Unterblatt. Und das Unterblatt wiederum gliedert sich in Nebenblätter oder Stipeln. Und einen Blattgrund. Und als Blattscheide bezeichnet man es dann, wenn der Blattgrund verdickt ist und dieser nimmt dann auch sehr oft eine Speicherform an. Am Blatt sieht man auch noch die Mittelrippe, also auch Rachis genannt, und die Blattaderung. So. Manche Pflanzen haben keine Nebenblätter und es gibt auch teilweise Pflanzen, die keinen Blattstiel besitzen. Ich werde jetzt noch auf die verschiedenen Variationen der Blattspreite eingehen. Also hier oben haben wir ein ungeteiltes Blatt. Und dann gibt es noch unterschiedliche Abwandlungen. Zum Beispiel haben wir hier ein gelapptes Blatt. Hier sind nur ganz kleine Einschnitte im Blatt, also hier. Wenn die Blattspreite dann größere Einschnitte hat, nennt man es fiederschnittig. Zwischen den beiden Formen, also zwischen gelappt und fiederschnittig, gibt es auch noch eine weitere Form, die nennt sich fiederlappig. Und ist die Blattspreite dann völlig eingeschnitten, spricht man von Fiederblatt. Also das sind die Seitenfiederpaare. Und hier oben befindet sich die Endfieder. Und unten
können eventuell bei einigen Pflanzenarten auch noch Stippeln vorhanden sein. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.